Alina Landes ist heute mein Gast. Sie ist Künstlerin, Vision Europa Jetzt heißt die große Überschrift und sie hat schon in der ganzen Welt ihre Skizzen, Zeichnungen, Ideen vorgestellt, zuletzt in Peking. Und gerade Peking habe ich ausgesucht, um mal zu zeigen, verstehen denn die Chinesen überhaupt, was wir mit Europa meinen? Oder sagen sie, oh, das ist so ein Hirngespinst von denen. EU gibt es zwar, aber eigentlich sind es alles Deutsche, Franzosen, Italiener oder sonst was. Aber sie wollen ja die Idee Europa, die Vision Europa vermitteln. Verstehen die das? Da es dieses Bild noch nicht gibt und ich damals mit einem Vorläufer da war, mit dem zum Thema Antidualismus, was ja Europa ausmacht. Mhm. Es gibt immer ein sowohl als auch ein Miteinander. Also sie fanden die Ausstellung extrem frei. Die haben ja eine lange Geschichte, wo sie halt nur malen durften, was staatlich erlaubt war. Und also sie sind ganz aus dem Häuschen gewesen über die Freiheit, über die Grenzenlosigkeit, die aus meinen Bildern ja auch immer da ist. Nicht? Also ich gehe über Grenzen. Für mich gibt es schon Grenzen, aber eigentlich macht es als Künstler ist es die Aufgabe, immer über die Grenzen, also Brücken zu bauen, über Grenzen zu gehen. Und das ist natürlich in Europa das Riesenthema. Ja. Ob es die Chinesen verstehen, die werden das Bild, wenn sie das Bild sehen, werden sie es verstehen. Bevor dieses Bild nicht existiert, versteht es eigentlich kein Mensch. Man kann es nicht fassen und man kann es auch nicht sehen. Und das ist Aufgabe von uns Künstlern. Stellen sich die Kirche vor, nur mit der Bibel. Kann man sich nicht vorstellen. Bisschen wenig. Sie haben ja in Peking ausgestellt, haben Sie mir erzählt, in einem großen Künstlerviertel. Ja, das kenne ich nun, da war ich auch schon. Ja, das ist eine ehemals Munitionsfabrik gewesen, riesige Hallen. Ja. Da kriegen Sie Ihr 40 Quadratmeter großes Bild beim nächsten Mal gut unter. Aber wie transportieren Sie das? Malen Sie das in Einzelteile, Quadrat für Quadrat, Quadratmeter für Quadratmeter? Da haben Sie gar keine Übersicht. Wie machen Sie das? Ja. Also ich bin auch in meiner Technik eine echte Europäerin. Ich male mit der ältesten Öltechnik, die es in Europa gibt. Die gab es schon in der Renaissance. Das ist die Öltempera. Und mit der Öltempera kann man wunderbar auf einer Leinwand, ja, die muss dann zusammengenäht werden, malen. Und ich kann das natürlich auf einem großen Atelier machen und dann rollen. Das heißt, die ganze Leinwand wird vor Ihnen aufgehängt. Ja, oder? Dann holen Sie eine kleine Leiter und dann fangen Sie an zu malen. Wahrscheinlich mit einer hydraulischen Sachen. Das haben Sie alles im Kopf oder haben Sie eine Vorlage? Also neben Ihnen steht ein kleiner Laptop oder Tablet und da haben Sie das ganze Bild drauf oder malen Sie das 40 Quadratmeter? Ich kann mir das ja gar nicht vorstellen, dass Sie da wissen, wenn Sie unten links anfangen, was da oben rechts hin soll. Also ich habe schon immer großformatig gearbeitet. Schon in der Schule habe ich so Wände und die große... Die Wände bemalt. Ja, so... Ja, also ich auch für, also auf die Idee bin ich auch gekommen, sowas für Europa zu machen, weil ich mache das neben den vielen Ausstellungen, die thematisch sind, antidualistisch, was mich da interessiert und umreißt, gehe ich auch in die Wirtschaft rein und male auch für Unternehmen. Diese Grundsätze, Leitvisionen, die ja immer irgendwie als Satz existieren, in der Schublade sind, nicht sichtbar, nicht fühlbar, nicht greifbar sind, die hole ich raus und also, erwecke die zum Leben. Also ich weiß, wie es eine große geht. Weiße Wand haben in dem Büro und da keine Bilder hinhängen wollen, dann rufen Sie mal Alina Atlantis an. Die malt Ihnen die Wand voll. Aber kommen wir nochmal zurück zur Vision Europa jetzt. Ja. Die Europawahlen sind 2019. Bis dahin soll das ja alles fertig sein, oder? Ja. Und was wird außer diesem 40 Quadratmeter großen Gemälde, ist ja ein Riesending, was machen Sie denn bis dahin? Machen Sie auch kleinere Bilder? Oder lieben Sie nur, wie Sie eben gesagt haben, die Großformatigkeit? Also die Vorbilder, im wahrsten Sinne des Wortes, diese Skizzen, da entsteht eine riesengroße Werkserie zu Europa, zu jedem Land, zu jedem Thema, Wurzeln, Ziele und so weiter. Diese große Werkserie entsteht. Und nach diesem Leitbild, es reicht ja nicht, wenn das Leitbild irgendwo steht. Niemand aus Portugal oder so kennt dann diese Vision. Das macht nur Sinn, wenn man diese Vision verbreitet. Und das Entree, es reicht nicht, wenn die Vision Europa irgendwo bildhaft ist, sondern die Menschen müssen es noch mehr spüren, weil nicht jeder geht ins Museum, nicht jeder interessiert sich für Kunst, aber jeder liebt Fußball-WM und jeder... Also Sie wollen eine öffentliche Wand haben? Ja, eine öffentliche Wand. Also ich hab die Vision, dass diese Vision
von Europa aus der Leinwand tritt und auf der Bühne lebendig wird. Also ich werde die Vision Europa auf die Bühne bringen zur Europawahl. Nicht ich allein, das mache ich mit Partnern aus ganz Europa. Was heißt das, auf die Bühne bringen? Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Ja. Fast jeder kennt Stomp oder eine große Musical-Inszenierung und sowas. Ja. Hier in Berlin, Blue Man Group, ist ja alles bekannt. Diese Faszination, die die Menschen haben, und auch European Song Contest, ja, das ist ganz Europa an der Mattscheibe. Europa auf der Bühne als Musical, als multimediale Veranstaltung. Also es wird eine Story geschrieben, eine Geschichte, wahrscheinlich eine Liebesgeschichte vom, weiß jetzt noch nicht wie das genau, wird in diesem Jahr beauftragt. Dann werden natürlich Drehbuch, Choreografie und so weiter, es werden die Sprachen, die Kulturen der ganzen fast 50 Länder da zum Einsatz kommen, zum Tragen kommen, die werden einen wunderbaren Teppich, typischen musikalischen, sag mal, diese Couleur von den Ländern, ja. Tänzer, Bilder, große Orchester mit einer unglaublichen Dramatik, also ganz Europa mit denen über die Kulturen Europas werden halt auf der Bühne. Da brauchen Sie ja die Mercedes-Benz Arena. Sonst kriegen Sie das ja gar nicht unter. Ja, wir sind jetzt, ich habe das jetzt mal so gesagt. Ne? Vielleicht notiert sich das jemand und sagt, das ist eine gute Idee für das Jahr 2019. Also wir sind noch auf der Suche nach einem passenden Partner dafür. Ich bin mit dem Europapark jetzt im Gespräch, auch mit der Europapark EU. Ist aber in Baden-Württemberg, nicht? Ja. Ziemlich weit weg. In Berlin, wir haben wunderbare große Hallen hier. Gern, Berlin wäre natürlich. Ja, Sie haben ja hier auch schon ausgestellt oder sind ständig in Berlin und machen das. Also Sie suchen noch eine Halle und einen Partner. Ja. Ja. Aber das sind ja riesige Gemälde, wenn Sie das für jedes Land machen. Sind das nur die Länder der EU? Sie haben eben gesagt 50 Länder. Also das sind alle Länder, die Sie zu Europa zählen, sind ja nicht alle in der EU. Richtig, also Europa ist nicht nur die EU. Die EU ist vielleicht ein Anfang für die wunderbare Zusammenarbeit. Sie ist ja, man muss auch sehr kritisch sehen. Also da passieren sehr viele Dinge, die für die Menschen in Europa nicht gut sind. Deshalb hat die EU auch ein schlechtes Image. Aber das ist trotzdem, man unterhält sich, man spricht miteinander. Wenn ein Dialog geführt wird, wird kein Krieg geführt. Ja, also es gibt auch viele, viele, viele sehr gute Dinge, die die EU initiiert und auch, also wir können auch stolz sein auf die vielen Ergebnisse. Das wird auch Teil der Ausstellung sein, das auch mal zum Tragen zu bringen, was wir alles schon haben. Ich bin jetzt ganz neugierig, wenn Sie für jedes Land in Europa eine Skizze machen, ja, jedes Land soll vorkommen mit seiner Musik, seiner Kultur, seiner Idee, können Sie schon erzählen, was Sie sich bei Deutschland vorgestellt haben? Also Deutschland ist ja für mich als Deutsche jetzt auch sehr präsent. Natürlich gibt es die Farben, ja. Es ist die Geschichte, sehr klar. Ich kann es noch nicht vorstellen, ich kann es noch nicht sagen, weil diese ganze Vorarbeit, bis ich zum Punkt komme, dass ich was genau sehe, ich habe ein Gespür dafür, ein Gespür, wie ich auch ein Gespür habe für das große Bild. Da bin ich 2005 in den Vatikan gefahren. Habe mich morgens um 4 angestellt, um als Erste in der Sixtinischen Kapelle morgens zu sein. Morgens um 4? Ja. Und ich habe eine halbe Stunde gehabt vor Michelangelos jüngstem Gericht. Ich bin da rein und habe gedacht, ja, ist ja klein, aber wo ist es? Habe mich umgedreht. Und Sie können sich vorstellen, ich habe vor dem Bild gestanden, das über 500 Jahre schon alt ist. Ich war völlig fertig. Ich habe da gestanden, habe einfach nur geheult. Also es ist ist alles abgefallen, ich war so ergriffen und ich habe das gemacht, ich musste diese Energie spüren, es war ja schon damals ein Horrorbild, also es war ja ein Skandal und durch die Geschichte durch, gerade in der DDR, wo wir ja nicht reisen konnten, es hat mich immer begleitet, ich habe es noch nie gesehen, ja, das ist die Kraft von Bildern. Aber sowas, diese länderspezifischen Sachen, die werde ich auch nicht allein entwickeln, sondern es gibt ja in allen europäischen Ländern Künstlervereinigungen und ich bin jetzt nur als Initiatorin, als Anstoß, vielleicht auch Stein des Anstoßes mit dem Bild. Also Vision Europa ist nicht alleine Ihr Projekt, sondern Sie sammeln Künstler aus ganz Europa, um diese Vision Europa im Wahljahr 2019 für die ganzen europäischen Bürgerinnen und Bürger präsent zu machen. Ja, richtig? Eins muss ich noch sagen, um das Projekt
ganz zu erklären. Dieser Tross mit den länderspezifischen Bildern aus den Ländern, mit den Künstlern auch, diesem großen Visionsbild und natürlich dieser Entwicklung mit der Show als Vernissage, das wird durch alle europäischen Länder als Tournee laufen, als Initialzündung für die Länder, dass in den Ländern, länderspezifisch in den Sprachen, mit den Regierungen, Kultusministerien, mit den ganzen Verbänden, Schriftsteller, Künstlerverbänden, ja, alles wird es runtergebrochen in den Alltag. Es wird Awards geben, es wird ein riesen Begleitprogramm geben zum Thema Vision Europa. Und diese, dieses Musical, also diese Vernissage dann, es wird nur immer die Initialzündung geben. Und schon da sind ja aus allen Ländern die Kulturen auf der Bühne, ja. Kann ich nur sagen, super. Und ich bin gespannt, was daraus wird. 2019, wann beginnt das? Im Januar oder Mitte des Jahres? Die Wahl ist im Juni, ja. 2019. Und es muss irgendwie so kurz vor sein, dass die alle Europäer das noch im Gedächtnis haben, dass wir, auch wenn die EU schlecht ist oder Kritik ist, es muss weitergehen mit der Verbundenheit in Europa. Begeistern. Ja. Ja? So, ja. Begeistert, wie Sie sind. Vision sagen. Europa jetzt. Und das war eine tolle Geschichte von Alina Atlantis, der Künstlerin, die das initiiert hat. Sie machen es nicht alleine, aber ein Werk machen sie alleine. Das ist 40 Quadratmeter groß. Darauf bin ich sehr gespannt. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Und jetzt müssen Sie wieder an Farbtopf und Pinsel und an die Leinwand. Ja, vielen Dank und vielen Dank Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns nächste Woche Samstag wieder, wie immer, 18:15 auf TV Berlin und im Internet, YouTube, TV Berlin, Playlist. Standort Berlin. Herzlichen Dank und tschüss.